Hey Leute, Wade hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie gut sind eigentlich 4 Reichsnagelzonen auf einmal? Und wären diese Einheiten gut genug, um den Schimpansenmodus zu schaffen? Man weiß es nicht. Bis heute, weil heute werden wir es rausfinden, weil im Multiplayer kannst du einen Stufe 5 Affen mehrmals platzieren. Die Spielwerte können nicht wieder... Wir werden 4 Reichsnagelzonen platzieren und die werden Runde 100 hoffentlich zerstören. Wir machen dazu natürlich auch ein Affendorf, damit die überhaupt Leih angreifen können und so weiter. Aber ich gehe davon aus, dass das sehr, sehr elite sein wird auf der Map. Ich glaube sogar 3 würden reichen, um das kaputt zu kriegen. Ist halt einfach stabil. Okay, einer, der eben drin war, hat es jetzt nicht reingeschafft. Sorry, bisschen doof. Jetzt ging's, okay. Ja, sorry, danke, dass du gejoint bist und mitmachen wolltest. Dass es nicht geht, ist es halt nicht deine Schuld, meine Schuld. Es gibt keine Schuldigen. Ist einfach ein bisschen doof gelaufen. Okay, wir machen mal so. Wobei, müsst ihr das nicht auch so kaputt kriegen, wenn ich den jetzt ein bisschen skill mit all dem Geld? Falls ihr übrigens neue seid, dann könnt ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Ich lade jeden Tag ein Video zu Bloons hoch. Und ein Abo hilft mir natürlich weiter, mein Ziel zu erreichen von 333.333 Abonnenten. Aber gut, ja, es ist halt wirklich, tut mir wirklich leid für Spielerfehler. Das ist jetzt gerade nicht reingeschaut. Sorry. Es war irgendein Spielfehler. Da habe ich auch noch nie gesehen vorher, den Bug. Ich lade übrigens nicht. Sorry, das war eine Lüge. Ich lade nicht jeden Tag ein Video zu Bloons hoch. Morgen zum Beispiel kommt kein Video. Wenn Weihnachten ist, ich lade da nichts hoch. Ja, ne? Dann könnte eins da oben, eins da unten, könnte hier eins platziert werden. Ja, ne? Da könnte eins, also da kann er eins, da kann er eins. Ja, das müsste gut sein. Dann mache ich hier das Affendorf. Spielt überhaupt, es gab ja diesen Pokémon-Kartenboom. Haben Leute Pokémon gespielt oder haben die nur Karten gesammelt? Ich glaube, die Leute haben nur die Karten gesammelt. Und so richtig gespielt hat da keiner. Als ich jung war, da hat man noch mit Pokémon-Karten gespielt. Thema Radarscan, sorry, ich will gerne unsichtbar angreifen. Es wird aber optisch, glaube ich, auch sehr krass, wenn da alle auf einmal angreifen. Das stelle ich mir schon sehr, sehr heftig vor, weil es einfach da wirklich so eine komplette Todeszone in der Mitte ist. Also da habe ich Bock drauf, das wird sehr, sehr nice. Ich mache ein U-Boot. Sorry. Er wird am Ende ein bisschen Schaden machen, aber ich... ich mache sorry schon mal, dass ich ein U-Boot mache. Sorry, es wird vom Geld trotzdem locker reichen. Aber ich habe jetzt ein U-Boot gemacht. Nein! Oh Gott. Aber mit Bezug auf Runde 40 macht es, glaube ich, Sinn. Ich weiß nicht, ob Schnellgang Runde 40 sonst kaputt kriegt. So, ist am Schnellgang. Wenn Schnellgang Runde 40 kaputt kriegt, dann großes Sorry. Ganz großes Sorry. Aber ich glaube, es macht noch Sinn, ihn dabei zu haben. Glaube ich. Mal gucken, wie der Schaden ist. Nee, ist gut genug, ist gut genug. Sorry. Da habe ich Geld verschwendet. Da habe ich Geld verschwendet. Sorry, Team. Okay. Die Frage ist, ist das, was wir draußen haben, gut genug, um uns bis Runde, keine Ahnung, was zu bringen? Im Grunde halt so lange, bis wir Reichsnagelzone draußen haben. Das kostet 21.000. Ich würde ehrlich gesagt sogar sagen, ja. Ich mache nochmal den Trakt nochmal besser. Ich glaube, das reicht. Wenn du im Boss-Modus bist, dann haust du ja auch nur Reichsnagelzone plus Alchemist raus plus Affendorf. Und das reicht von Runde 40 bis 60. Also wenn das, was wir draußen haben, reicht für Runde 40 bis Runde 60, dann reicht das auch für Reichsnagelzone. Und Reichsnagelzone ist dann gut genug, um halt die Runde danach kaputt zu kriegen. Dann kommt der zweite. Und vor allem die Angriffe sind auch anders. Weil ich habe ja noch diese Schneeanimation und ich glaube nicht jeder hat die Schneeanimation. Geld müsst ihr übrigens nicht spammen, wenn ihr dabei seid. Ihr könnt auch einfach ein bisschen warten. Ihr müsst dann nicht Dauerfeuer machen. Wenn da und da ist. Das ist ein bisschen anstrengend. Aber gut, wir haben einen schon mal draußen. Nice. Dann ist jetzt Spieler 2 dran mit seinen. Haben wir da jetzt schon mal eine Reichsnagelzone mit seinem kleinen Sohn. Auch gut. Und wir werden 4 rauskriegen. Ich habe es finanziell nur überschlagen, aber sagen wir, einer kostet 30.000 oder was? Nicht mal. Aber sagen wir, einer kostet 30.000. 30.000 mal 4 sind 120.000. Schimpansenmodus machst du 170.000. Wir werden also noch reichlich Geld über am Ende. Und ja, was wäre denn euer Vorschlag für die nächste Folge? Wir haben ja schon ein bisschen was gemacht tatsächlich. Wir hatten 4-mal den Ultramoloch. Wir hatten 4-mal Fürst der Finsternis. Und wir hatten 3-mal... nicht dich. Wir hatten 3-mal Comanche-Kommandant. Also was auch interessant wäre, wäre Waldgeist. Weil wie ich rausgefunden habe, die Wurzeln, die stapeln sich, der Schaden stapelt sich. Und das kannst du mehrmals machen. Also könnten wir das 3-mal raushauen. Du hast halt so viele Möglichkeiten. Man könnte 3-mal den Eiszapfenfall machen. Und gucken, ob das dann stark genug ist. Weil das Problem bei Eiszapfenfall ist, der Schaden gegen Runde 100 ist halt schlecht. Würden 4 davon Runde 100 dann kaputt kriegen? Man weiß es nicht. Aber ich will, wie gesagt, auf Affen-Nachrichtendienst sparen, damit Blei uns halt keine Probleme macht. Weil Blei gerade sehr, sehr sucky. Aber alles, was nicht Blei ist, geht gut kaputt. Das ist nicht das Problem. Ja, wir hätten auch noch einen Helden mitnehmen können. Pet Fasti hätte einen guten Boost raushauen können, auf jeden Fall. Aber ich will, dass die das clean hinkriegen. Okay, ihr müsst es jetzt eine Runde haben. Und haben wir es jetzt auch in der Runde? Das wäre lustig. Ja. Nice, okay. Wir sind jetzt gut. Die Herzanimation... Hat die einen Bug, die Herzanimation?
Weil die geht aber hier. Da ist nur das Icon, aber nichts passiert. Okay, Spieler 3 kriegt ein bisschen Geld. Und dann ist gleich Spieler 4 dran. Das passt auch noch locker finanziell alles. Also locker. Und zwei Reichsnagelzonen nebeneinander ist auch schon nice. Vor allem, die sehen aus, als ob die verbunden wären. Und auch selbe Angriffsinvestitionen. Also wenn ich einfach so ein Dreier, wo das so richtig schön connected ist. Spieler 3 braucht jetzt noch seine 21.000. Ich denke, so Runde 84 sollten wir das haben. Ich hoffe, Runde 80 ist in 3 Sekunden kaputt. Achtung, sobald angegriffen werden kann. 1, 2, 3. Oh, das sieht böse aus. Das war nicht so schnell, wie ich dachte. Das habe ich gesagt, Runde 84, ne? Kommt ungefähr hin, glaube ich. Müssten wir ungefähr sein. Ja, ja gut, nicht ganz. Nicht ganz. Also Runde 82. Hoppala. Ja, hat er. Boom, da ist der dritte. Ja, okay. Ich will es mal kurz in normaler Geschwindigkeit ansehen. Ah, es ist schon krass. Es ist schon krass, ne? Soll ich noch einen... Ich überlege noch einen Alchemisten dazu zu machen, dass die noch ein bisschen geboostet sind. Aber wenn wir den so außerhalb machen, dann bringt der halt... Allein optisch. Ich würde nur aus dem optischen außerhalb machen. Weil hier steht er dann im Weg. Und ich will schon, ehrlich gesagt, die richtig sehen. So, wie lange lebt jetzt eine? Und zum Achtung nochmal. 1, 2, 3... Ah, genauso lange. 1, 2... Na gut, ein bisschen kürzer. 97 wird interessant, wenn ein gepanzerter Zom kommt. Und ja, ich bin gespannt, ob sie es kaputt kriegen. Weil bis jetzt, Spoiler, nicht jeder hat das hingekriegt. Aber erstmal Spieler 4 mit Reichsnagelzone oben. Gut, jetzt haben wir 4-mal Reichsnagelzone draußen. Jetzt können wir noch so ein bisschen Feintuning machen. Mhm. Ich mach den hier oben in den Alchemisten. Es wäre lustig. Ich frag mal nach Geld an. Ich versuche mal zu den Waffen zu machen. Es wär vielleicht lustig. Für eine Runde 98 Just for Fun oder Runde 100. Es ist halt wirklich jetzt eine Todeszone. Boah. Mal kurz in langsamer Geschwindigkeit. Selbst in langsamer Geschwindigkeit sieht das komplett insane aus. Ich frag nochmal Geld an. So, wenn die mir jetzt Geld geben, dann haben wir zu den Waffen. Dann können wir noch ein bisschen zaubern damit. Ich meine, ich hätte das Geld gerne. So, was findest du? 100 irgendwas? So, zack, zum Waffen. Ich hab Danke, ne? Danke. Okay, ich hau das mal in Runde 98 raus, damit wir halt wirklich den krassesten Schaden sehen. Und zwar jetzt. Achtung! Boom! Sie ist komplett geboostet. Ja, es ist die Todeszone. Es lebt für meinen Geschmack sogar noch ein bisschen zu lange, aber es war die Todeszone. Und ich denke, wir haben es hingekriegt. Ich denke, das war's. Ja. Runde 100. Ich setze den Waffen ein. Ich will die komplette Todeszone. Ja. 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 Alter. Die haben den Bett gelasert. Wow. Okay. 4 Reichsnagelwerfer. Gut genug. Spieler 2 hat lustigerweise am meisten Schaden gemacht. Das Placement war wahrscheinlich einfach am höchsten, ne? Ja. Aber gut. Dankeschön fürs Mithelfen. Das war sehr, sehr nice, die in Aktion zu sehen. Sorry an Spieler 4. Das war irgendein Fehler. Sorry. Aber gut, schöne Weihnachten. Dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Und ciao.